ihr seid Zwillingsbrüder oder nicht? Ne, der Julian ist Jahrgang 2000 und ich 1998, also ich bin 2 Jahre älter wie der Julian, aber kleiner. Weil man es eigentlich sieht, weil von der Größe her, ich glaube, ist er sogar größer, glaube ich, oder? Ja, ich bin ein bisschen größer, so 5 bis 10 cm, aber jetzt nicht so viel. Ja, also bei mir gab es mal zwischendrin eine Phase, wo ich eher weniger trainiert habe, aber immer noch natürlich dabei geblieben bin. Und ja, so dann ab der B-Jugend hat es dann wieder angefangen, dass man dann wieder sich gegenseitig hochgepusht hat und dann zusammen trainiert hat. Und dann ist es eigentlich ganz gut gewesen, dass man noch einen Bruder hat, der dann dasselbe macht und dann genauso motiviert ist wie man selbst. Verrätst du uns den Grund, warum es da mal so eine Schwachstelle gab, wo du sagst, jetzt habe ich ja keine Lust oder keine Zeit, kann ja auch sein, oder halt andere Interessen vielleicht? Ach so, ja, also das war so, da war ich so um die 10 Jahre alt, da habe ich noch Fußball und Ringen gemacht. Aber dann so ein, 2 Jahre später habe ich dann gemerkt, dass eigentlich Ringen das Einzige ist, was mich motiviert, was ich machen will. Ja, also anfangs habe ich ja mit 11 Jahren bei den Erwachsenen angefangen und bin dann durch den Marco erst zum Freistil gekommen und dann, wie gesagt, durch den Willi Ulrich dann halt eher zum Griechisch mit meinem Bruder auch übergelaufen. Wenn ihr trainiert ihr in der Regel auch dann, seid ihr dann auch Trainingspartner oder versucht ihr das zu vermeiden, weil ihr euch ja da vielleicht sehr, sehr gut kennt auch? Ja, also da gab es schon oft mal, dass man so in den Köpfen aneinander gestoßen ist, sage ich mal. Aber nach dem Training war das immer alles vergessen und das hat einen nur noch mehr, also noch stärker gemacht als davor. In der Gewichtsklasse des 86 Kilogramm im griechisch-römisch bestehenden Herrn für den ASV Ladenburg Patrick Sauer, für den SRC Birkenheim Julian Scheuer.
Thank you.